Oh, Venezuela, mi amor. Venezuela, mi amor, mi amor, mi amor. Oh, Venezuela hat sich verändert in letzter Zeit. Hat sich sehr verändert. Hermano Cabrón. Gestern habe ich einen Riesentext geschrieben zum Thema, das ich jetzt anspreche. Trotz Kopie des Textes war es komplett weg und nicht mehr einzusetzen oder wiederherzustellen. Und da sind wir auch schon beim Thema Manipulation und welche sich sowas zum Vorteil machen. Seit der MeToo-Debatte in Deutschland ist alles anders. Ich persönlich reagierte auf das Geschehen mit ein paar Videos als auch Statements. Und seitdem heißt es Hackerangriffe, klare Bedrohung und Shadow-Bots. Halten wir mal fest, dass ich nur ein Künstler bin und gar keine Reichweite besitze. Und auch kein Wunder, denn Plattformen wie Instagram und YouTube sind lange nicht mehr neutral und manipulieren alles mit der Zeit, um wahrscheinlich geschäftlich erfolgreicher zu sein. Und um die Kunst und andere, die sich für andere Sachen halt einsetzen und die Demokratie zu beschränken, zum eigenen Vorteil. Eine Neka Erani betreibt zum Beispiel sehr verstörende Pornografie, teilweise sogar auf ihrer Insta-Seite. Diese Cabronita hat mit einer gesamten Kampagne Rufmord betrieben und Spenden öffentlich gesammelt unter klaren falschen Angaben und einiges mehr. Und was macht Instagram denn? Klar, er gibt dieses Wesen einen blauen Haken. Ein schöner blauer Haken und unterstützt somit die toxischen Ziele dieser Gruppierung. Und das klar und deutlich vor der Öffentlichkeit. Hallo? Wir sind Instagram, wir unterstützen diese Scheiße. Schön. Was machen denn diese Leute im Netz eigentlich, müssen wir uns fragen. Sie terrorisieren Menschen, die Moral besitzen und gewisse Werte, oder besser gesagt gewisse Wertvorstellungen haben. Praktisch anders als die anderen. Menschen, die schlichtweg eine andere Meinung zum Gesamten gesehen haben. Gesehen. Haben. Nichts gesehen. Die haben auch schon was gesehen, aber hier geht's ums Gesehen. Haben. Und die Demokratie als auch Meinungsfreiheit in der deutschen Gesellschaft dafür nutzen, ihre Meinung oder Kritik zu äußern. Bis hierhin alles normal. Erster Blick Richtung Bildschirm nach dem Aufstehen, also auf mein iPhone 11 Pro. Schön. Mein Kopfschmerzen am Vormittag warnen mich vor der Depression am Nachmittag. Doch die Leibhaftige ist lebendig und lässt Warnungen alt aussehen wie Sugar Daddies aus Kuba. Aber nur weil es schön klingt. Kuba Amigo Trip. Oi. Gänsehaut wegen Parallelen zwischen hier und da. Und wo der Hass unbewusst die Macht übernahm. Die gute Nina Kirsch, die nette, aber zugleich attraktive Mutti von nebenan. Hola Chica. Kämpft in einem kalten Krieg. Es ist kalt und hart. Mit Pfeil und Bogen. Alte Tradition. Hip-Hop-Gangs mit richtigen Waffen, praktisch Schusswaffen, Macheten und sowas, sind bemüht, um ihre Vierten, aber die weite Welt ist für sie egal. Hauptsache, das eigene Territorium ist sicher und die eigene Patte ist in der Tasse. Kakerlaken, die allgemein als Plage bekannt sind, findest du nicht in der Wüste, aber Heuschrecken. Und die schmecken besser. Aber nichts geht über Snacken. Und reden wir von Snacken, dann fühlen sich oft auch irgendwelche Snacken angesprochen. Macht aber nichts. Aber auch wenn Snacken besser schmecken als Heuschrecken, sind Skorpione vielleicht da. Das kennt der eine oder andere noch. Jeder ist irgendwo von einem Skorpion umgeben. Und die weiblichen ist bekannt, dass die giftiger sind. Das habe ich in einer Dokumentation gesehen. Ist wissenschaftlich ein Fakt. Und weil ich es sage. Zurück zu Nina Kirsch. Meine Flagge ist Gerechtigkeit. Und ich lerne zurzeit marokkanische Frauen kennen. Andere sehe ich nur im Netz. Die Marokkinas, Chiquitas, nennen es den Hundedasein. Was ein Mann durchmachen muss, um ans Ziel zu gelangen. Das Hündische. Au, au, wow, wow. Wenn er mich will, muss er zum Hund werden. Zum Glück hat man die Selbstbefriedigung,
da dein Hund wenigstens außer ein Hintern zu schnüffeln. Schnüffel, schnüffel.